Nebelbeleuchtung hier ist dimmbar, lässt sich sozusagen auch dann über DALI mit Luxon wunderbar integrieren. Vergleichbar mit anderen Systemen ist das in der Form, was hier an Luxon-Komponenten verbaut ist, ist wirklich extrem platzsparend. So, und das hier sind wahrscheinlich die heiligen Hallen, Caro, jawohl. Wie viele Schuhe hast du, weißt du das? Glaubst du, ist es schon dreistellig? Hier unten das Nachtlicht, das ist auch so ein kleiner Alleskönner bei dir. Ne? Über die Nachtfunktion an, bei den Kids ist es Nachtlicht, sodass die sich auf jeden Fall noch zurechtfinden. Es ist auch wichtig, dass das Licht eben gut funktioniert, man es auch schnell gut steuern kann. Es nämlich auch oft schnell gehen. So, und da steht er schon, der Mann, der das Ganze Luxon-seitig möglich gemacht hat, Markus Graul. Servus, von unserem Luxon-Partner Clever2Smart, direkt vorm Schaltschrank, dem Herz des Gebäudes. Markus, vielleicht mal angefangen, wie kommt man überhaupt an das Gebäude von der Influencerin dran? Ja, also prinzipiell das Thema war gewesen, Caro war schon weit im Bau und hatte dann sich für das Thema Luxon über eure Werbung informiert und ist darauf zugekommen, war dann bei euch direkt gewesen und ihr habt uns sozusagen das Projekt vermittelt, einfach weil schon alle Gewerke gesetzt waren. Der Elektriker war gesetzt, die Architekten, alles war schon sozusagen auf ein anderes System ausgelegt und so kam ihr dann ins Spiel. Mhm. Also das ist auch was für potenzielle Luxon-Partner oder wenn sie es vielleicht schon sind, Projekte kommen auch mitunter direkt von uns, wenn die Luxon-Partner in der Nähe sind und wenn sich das einfach anbietet in dem Fall. Gucken wir mal wirklich direkt in den Schaltschrank. Natürlich das Herzstück, der Miniserver, aber was haben wir alles drumherum, Markus? Also wir haben hier bei dem großen Projekt natürlich auch viel, was an schaltbare Beleuchtung ist, Außensteckdosen etc. Das heißt auch wieder hier, die Relais-Extensions sind natürlich auch da. Ganz klar, das ist einfach ein Thema, je größer das Gebäude ist, je mehr wird geschaltet. Und trotzdem relativ wenig Komponenten, muss man ja auch sagen. Vergleichbar mit anderen Systemen ist das in der Form, was hier an Luxon-Komponenten im Schaltschrank verbaut ist, ist es wirklich extrem platzsparend. Wir haben noch einen Audioserver im Netzwerk mit dabei, aber am Ende, wir sehen jetzt hier zum Beispiel zwei DALI-Extensions, jede Beleuchtung hier ist dimmbar, lässt sich sozusagen auch dann über DALI mit Luxon wunderbar integrieren. Das sind ja alles Designerleuchten bei einer Influencerin zu Hause, klar. Alles Designerleuchten, aber ganz easy, einfach über DALI zu integrieren. Ne? Absolut, gar kein Problem. Wir hatten hier, wie gesagt, auch schon wegen der Verkabelung das Thema, dass Außenpräsenzmelder schon auf das KNX-Präsenzmelder vorgelegt waren. Dementsprechend haben wir auch offenes System und haben dann auch die KNX-Extension hier nur für die Außenbewegungsmelder benötigt. Also auch beide Systeme kann man in einem Gebäude mit Luxon wunderbar kombinieren. Dann sehe ich hier noch unsere Airbase-Extension. Das ist für unsere kabellose Funktechnologie, die Air-Technologie, wo man dann eben kein Kabel braucht. Was haben wir darüber angeschlossen? Die Sicherheitsthemen, unsere Rauchmelder, unseren Wassersensor und auch fürs Schlafzimmer beispielsweise das schöne Touch Nightlight Air. Also wenn man jetzt vielleicht auch schon ein bestehendes Gebäude hat, wenn man nur was nachrüsten möchte, gibt es eben auf Air-Technologie unseren Miniserver Go. Der Markus hat es eben schon erwähnt. Eigentlich fast jede Komponente von uns gibt es auch als Air-Variante, sodass man das auch wunderbar nachrüsten kann, wenn man eben keinen Neubau mehr hat, aber vielleicht doch ein intelligentes Gebäude haben möchte. Und ich sehe, hier ist auch noch so ein bisschen Platz für was in der Zukunft so kommen könnte. Ja, auch wieder hier einfach das Geniale an Luxon. Wir haben Möglichkeiten, momentan ist noch keine PV-Anlage auf dem Dach, aber alles vorbereitet. Das heißt, wenn es dann soweit ist, auf jeden Fall wieder die Integration in das Luxon-System und natürlich auch wieder die Möglichkeit, mit dem Reserve auf zum Beispiel Zählertree zu gehen, um wieder zu sagen, was verbraucht der Pool, was verbraucht das Haus, um einfach auch wieder genau zu wissen, wo geht die Reise hin. Dasselbe haben wir beispielsweise auch oben noch in der Garage. Die Wallbox von Luxon kommt natürlich auch nachher. Man kennt das ja beim Neubau. Man zieht dann wahrscheinlich ein, es ist noch nicht alles hundertprozentig fertig. Das Gebäude hier läuft schon soweit wunderbar, aber ist dann eben auch jederzeit die Möglichkeit, mit Luxon, mit dem System flexibel zu skalieren und einfach zu wachsen, wenn es soweit ist. Ich sage Dankeschön für den Moment, Markus, weil ich will mir ja jetzt mal hier das Schlafzimmer angucken, das Ankleidezimmer, die Schuhe. Ich will wissen, was hat die Frau? Gucken wir es uns an. So, und das hier sind wahrscheinlich die heiligen Hallen, Caro, jawohl, dein. Genau. Ankleidezimmer, der Traum eines jeden Mädchens. Das ist es. Ja, das ist es auf jeden Fall. Wie viele Schuhe hast du, weißt du das? Ungefähr. Nee, habe ich gar keine Ahnung. Ich habe auch nicht mitgezählt. Glaubst du, es ist schon dreistellig?
Wird noch zweistellig sein. Nein. Ich habe ja noch einen Schrank hinten für so Saisonschuhe, oben noch einen Schrank, aber ja ich versuche schon auch regelmäßig auch auszumisten. Ja, und hier auch, das ist dein eigenes Label, ne? Genau, hier hängt natürlich auch mein eigenes Label, habe ich 2020 gegründet und davon findet man hier in dem Schrank natürlich auch noch ganz viele Teile. Und das hier hinten ist wahrscheinlich dein Schlafzimmer. Genau, das ist mein Schlafzimmer, auch ein Highlight hier. Einfach weil es einen Durchgang zum Badezimmer hat mit einer Glastür und auch der Blick auf den Pool. Was will man mehr? Man hat schon ein bisschen Urlaubsfeeling. Wird man natürlich neidisch, gerade jetzt, wenn die Sonne so scheint. Ja. Hier unten das Nachtlicht, das ist auch so ein kleiner Alleskönner bei dir, ne? Genau, das ist das Nachtlicht. Das ist super, dreimal draufdrücken und dann schläft das ganze Haus wortwörtlich. Es ist überall die Nachtfunktion an, sprich bei den Kids ist es Nachtlicht, sodass die sich auf jeden Fall noch zurechtfinden. Nachts bei mir genauso, es geht immer nur punktuell die Lichter an, sodass ich nicht hellwach bin nachts, wenn ich dann mal aufstehe, sondern habe aber zumindest einen Wegweiser zur Toilette zum Beispiel oder zu den Kindern, wenn die mal rufen. Also das ist auf jeden Fall perfekt. Und damit streiche ich auch natürlich alles, ne? Auch die Jalousie zum Beispiel. Genau, das kann ich vielleicht zeigen. Also das ist jetzt in dem Fall das Touch Nightlight nach dem Luxon Tastenstandard. Funktioniert genauso wie der Touch-Taster an der Wand. Den sehen wir hier hinten, den können wir uns einmal kurz angucken vielleicht. Also man braucht keine Lichtschalterbatterie mehr. Früher war das ja so, ich habe vielleicht einen Kippschalter für die Beschattung, ich habe für die Beleuchtung was. Wenn ich die Beleuchtung dimmen wollte, hatte ich vielleicht so ein Dimmrädchen, dann habe ich hier so eine ganze Batterie gehabt. Bei uns funktioniert das alles über einen Taster auf 5 Tastpunkten. Wir können hier die Beschattung hoch und runter fahren. Wir können hier die Musik starten, stoppen bzw. auch durch die Playlists fahren. Und hier in der Mitte schaltet man die Lichtszenen um. Caro hat es jetzt eben schon erwähnt, wenn man zum Beispiel sich auch selber was eingestellt hat, eine schöne Abendbeleuchtung oder was zum Fernsehen schauen. Einfach hier in der Mitte einmal durchtippen. So, jetzt habe ich es natürlich ausgeschaltet, ich Hirsch. So, und also kommt man einfach einmal komplett durch die Lichtszenen durch, die man sich selber angelegt hat. So, und hier hinten auch wunderschön dein Badezimmer. Das möchte ich natürlich auch sehen. Ich bin so ein Bad-Fan. Irgendwie. Ja, ich auch. Muss man sich auf jeden Fall wohlfühlen. Man verbringt natürlich, also vor allem auch als Frau, wenn wir schon bei Klischees sind, sehr viel Zeit im Bad. Und ja, deshalb ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt hier für mich. Ich bin ja auch nicht nur Unternehmerin, habe mein Label, sondern bin ja auch Influencerin. Sprich, auch hier habe ich sehr viele Kooperationen. Ich schminke mich, habe sehr viele Kooperationen im Beauty-Bereich. Und da ist natürlich das Bad auch ausschlaggebend, auch wie das im Hintergrund aussieht, weil ich filme mich ja quasi von der Front. Ja. So sieht man bei mir immer das Schlafzimmer zum Beispiel, aber es ist auch wichtig, dass das Licht eben gut funktioniert und man es auch schnell gut steuern kann. Es muss nämlich auch oft schnell gehen. Zeit ist begrenzt. Das sieht man hier eigentlich auch ganz cool. Das ist eine schöne Lampe hier mit dem Lichtschlauch. Auch ganz egal, welche Form der Beleuchtung hat, man kann sie ganz einfach ins Luxon-System integrieren, kann es in die Lichtszenen reinlegen, durchschalten und so weiter. Bist du eher der Badetyp oder eher der Duschtyp? Was denkst du? Wenn du sagst, es muss schnell gehen, eher der Duschtyp. Genau, ja. Also baden, ich war noch nicht einmal. Ah doch, einmal war ich in der Badewanne, ganz am Anfang. Ja. Ich wollte es mal einmal getestet haben, einmal genießen. Und danach aber auch nie wieder, weil es wirklich schnell gehen muss. Ja, und dann hier raus, einmal vielleicht in den Garten. Genau, das ist natürlich auch ein Highlight. Das ist auch irgendwie alles ein Highlight, muss man sagen. Also ja, wenn man neu baut, wäre es auch, glaube ich, schlimm, wenn nicht alles. Ja, auf jeden Fall. Also hier sind wir im Garten mit Pool. Ja, es ist natürlich schon so ein kleiner Urlaubsoase. So fühlt man sich, wenn man hier liegt und das Absolut. Genießt. Ja, Caro, vielen, vielen Dank, dass du uns hier einmal durchgeführt hast. Sehr, sehr gerne. Wirklich wunderschön. Schön. Jetzt, wenn Sommer ist, kann natürlich die Poolpartyzeit kommen. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über intelligente Haus- und Gebäudeautomation, egal ob es Smart Home ist, ob es Gewerbe ist, egal ob es Nachrüsten und Renovieren ist oder wie in dem Fall von der Caro ein kompletter Neubau, einfach mal einen Termin mit einem Luxon-Partner in Ihrer Nähe machen oder vielleicht direkt bei einem unserer Standorte in einem Showhome vorbeikommen, würden wir uns freuen. Alle Infos gibt es natürlich auch auf luxon.com. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben hinterlassen und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!